Wir haben gestern eine Erholung der Aktienmärkte an der Wall Street gesehen. Kann diese Erholung weitergehen? Sogar sehr wahrscheinlich wird diese Erholung noch weitergehen, schlichtweg, weil wir stark überkauft waren, weil wir positive Divergenzen in verschiedenen Indikatoren haben. Und dann werden wieder viele kommen und sagen, siehst du, Boden ist gefunden, die Fed wird umsteuern etc. Wir werden dann also wieder solche dauerbullischen Aussagen hören und dann sollten Sie hellhörig werden, denn eines ist klar, wir haben es wieder mit einer Bärenmarkt-Rallye zu tun und man kann natürlich Bärenmarkt-Rallyes sehr erfolgreich auf der Long-Seite spielen, vor allem dann, wenn man sich bewusst ist, dass es sich um Bärenmarkt-Rallyes handelt. Und jetzt ist dann, wenn man diese Rallye auf der Long-Seite spielt, eben die entscheidende Frage, naja, wie weit läuft diese ganze Geschichte? Und diese Frage versuche ich in diesem Video zu beantworten, meine Damen und Herren. Zunächst mal unter Verweis immer wieder Kommentare, etwa bei investing.com, da scheint so die intellektuelle Crème de la Crème unterwegs zu sein, was die Kommentatoren betrifft. Ja, ausnahmsweise hätte ich mal recht bekommen, da mit dieser doch skeptischen Haltung zu dieser Rallye, die wir bis letzte Woche ja gesehen haben. Aber Rücksätze sind immer Kaufgelegenheiten. Echt, habe ich mich da gefragt. Schauen Sie mal an, wie stark bei fast minus 20% diese Rücksätze Kaufgelegenheiten waren. Für das Jahr 2022 galt viel mehr. Rallyes sind Verkaufsgelegenheiten, Bärenmarkt-Rallyes sind Verkaufsgelegenheiten. Natürlich kann ich diese Bärenmarkt-Rallyes auf der Long-Seite spielen. Aber das ist eben dann eine Timing-Frage. Wenn wir uns jetzt mal das gesamte Picture anschauen, dann müssen wir eigentlich feststellen, wie resilient diese Märkte sind. Wir haben jetzt den schnellsten Absturz am Immobilienmarkt in den USA seit 2011. Wir haben Tech-Aktien, die sich verhalten wie im Dotcom-Crash 2001. Wir haben eine Fed, die in eine Rezession die Zinsen anhebt. Wir haben jetzt die höchsten Zinsen seit 2008, die Inflation nahe eines Hochs seit 40 Jahren und der S&P 500 schafft es, jenseits eines Bärenmarktterritoriums sich zu bewegen. Das ist erstaunlich. Wir sehen, dass die Konjunkturdaten immer schlechter werden. Gestern die Verkäufe bestehender Häuser. Der City Economic Surprise Index dreht jetzt ins Negative. Stocks rally after horrible housing data. Rate Hike Odds sink, also die Märkte spielen schon wieder so ein bisschen Pivot, Wende der Fed, also wir sehen um und bei 1,5% ging es bei den US-Indizes nach oben, der VIX nur noch knapp über der Marke von 20, interessantes Niveau, dazu gleich mehr. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, naja, wo kann die ganze Geschichte hinlaufen, dann sehen wir, dass wir aus dieser Zone hier, wenn Sie den oberen Chart mal angucken, rausgefallen sind. Etwa 3940, 3950, was hier blau umrahmt ist. Wir sind in einem intakten Abwärtstrendkanal, haben mehrfach schon, zweimal schon versucht, diesen Abwärtstrendkanal zu durchbrechen, ist glorreich gescheitert. Jetzt sind wir durchgeknallt und werden jetzt versuchen, nochmal an diesen Bereich ranzulaufen. 3940, 3960, so in dieser Zone. Also das dürfte das Kursziel für diese Rallye sein. Das wären dann ja um und bei 70, 80 Punkte vielleicht im S&P 500. Das kann man schon spielen. Hier sehen wir das Ganze mal auf 15 Minuten Basis beim S&P 500. Da sehen wir, dass wir da vielleicht nochmal Luft nach oben haben. Oben im RSI würden wir dann eine negative Divergenz ausbilden, wenn diese Rallye kommt. Wir haben die bullischen Bearish Signals beim Nasdaq 100, die jetzt beginnen zu drehen, was dafür spricht, dass da vielleicht noch was nach oben kommt. Und hier sehen wir mal diese Umkerze beim Nasdaq, der genau diesen Trendkanal gehalten hat. Und diese Trendkanäle sind wichtig. Und zack, dann eine Umkehrkerze. Wir könnten jetzt an diesen Abwärtstrend laufen beim Nasdaq 100, das wären so 11.700 und ein paar zerquetschte Punkte, also das wäre durchaus noch drin. Oh, das habe ich schon, habe ich die falsche Richtung gedrückt. Dann schauen wir uns das mal an hier mit dieser Umkehrkerze nochmal beim Nasdaq 100 und dann eben die Financial Conditions und das ist das übergeordnete Thema.
Die Inflation kann zurückgehen, wie sie will. Die Fed wird behaupten, oh, das ist nur vorübergehend. Aus dem Transitory der Inflation ist jetzt das Transitory der Disinflation geworden. Was die Fed wirklich beachtet, sind die Financial Conditions. Sie will nicht, dass mit Zugewinnen der Leute im Depot der Konsum wieder steigt, die Nachfrage steigt, damit die Inflation hartnäckiger und dauerhafter wird. Und wenn wir hier nochmal zum S&P 500 zurückkommen, auf diese Zone 3940 bis 60, da Widerstand. Wir sehen, dass wir wahrscheinlich hier so eine ABC-Formation machen. A nach unten, B nach oben und dann kommt C nach unten Richtung 3720 Punkte. Im Best Case könnte jetzt der S&P nochmal versuchen, diesen gebrochenen Aufwärtstrendkanal zu testen. Das wäre so knapp über der 4000er Marke, aber dann ist wohl finito. Wir könnten nochmal Überraschungen erleben, weil das Put-Call-Ratio sehr, sehr hoch ist. Über 2, das heißt doppelt so viel Puts. Wie Calls sind draußen. Allerdings muss man sagen, dass die Volumina eben auch sehr, sehr gering sind. Das heißt, das Put-Volumen ist unterhalb des Durchschnitts, trotz dieses Put-Call-Ratios von 2. Also es ist nicht so, dass jetzt alle voller Panik abgesichert sind. Aber wenn wir uns einzelne Aktien mal anschauen, dann sehen wir, da ist durchaus Potenzial für Gegenbewegungen. Schauen Sie etwa mal eine Emerson an, da ist das Put-Call-Ratio bei über 4, das heißt vierfach mehr Puts als Calls draußen. Jim Cramer hatte neulich gesagt, Emerson sieht ganz schlecht aus, da musste man hellhörig werden, jetzt sollte man noch hellhöriger werden. Wir sehen etwa eine Alibaba über 4, Alphabet 5,77 Put-Call-Ratio, also das sind gute Kontraindikatoren, die zeigen, dass da durchaus für einzelne Tech-Aktien was nach oben gehen kann. Das gilt übrigens auch für die Apple im kurzen Zeitfenster. Die hat einen vorübergehenden Boden gebildet und dementsprechend wahrscheinlich auch der Nasdaq. Das ist charttechnisch ein Morningstar, fast eine Hammer-Candle mit überverkauften Parametern, wo man hinguckt nach dem starken Fall. Also es ist zu erwarten, dass eine Apple sich weiter erholt. Deswegen sehen wir hier, wie jemand das Long spielt und wahrscheinlich zu Recht Long spielt, übergeordnet. Und hier müssen wir einfach die Zeitfenster, den Zeitrahmen unterscheiden. Übergeordnet ist Apple viel zu teuer im Vergleich zu den anderen Tech-Werten und wird massive Probleme bekommen. Das heißt, wir werden übergeordnet nochmal deutlich tiefere Kurse bei Apple trotz des jetzt zu erwartenden Anstiegs bekommen. Wir haben immer noch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22, was extrem teuer ist. Und das, wo wir jetzt ganz offenkundig auf eine Rezession zusteuern, meine Damen und Herren. Hier sehen wir nochmal ganz kurz, wie stark Apple noch outperformt gegenüber den anderen Indizes. Wenn wir jetzt nochmal zu dieser WIX-Geschichte kommen, also Volatilität. Wir haben jetzt bei 91% der Handelstage in diesem Jahr gesehen, dass der WIX über der Marke von 20 handelt. Wir haben vorhin gesehen, wir sind noch ganz knapp drüber. Also fast durchgängig der WIX über 20. Das ist der höchste Wert seit 2009 und der vierthöchste, seit es überhaupt den WIX gibt. Das ist seit 1991 der Fall, wenn ich das richtig sehe. Und hier sehen wir unten nochmal S&P 500. Am Abwärtstrend gescheitert, der WIX jetzt mit Schwäche. Wir dürften dann nochmal diese Unterstützungen testen und wenn das passiert, dann ist WIX Long angesagt und Aktienmärkte S&P Short. Das wird kommen und das liegt vor allem daran, weil die Märkte gegen eine Fed kämpfen, die eben die Financial Conditions strafen will. Alf sagt hier, die Fed ist wieder mal hinter der Kurve. Sie wird nie in der Lage sein, ein Soft Landing wirklich hinzukriegen. Das würde nur gehen, wenn die Fed sich kümmern würde um Forward-Looking Indicators, also praktisch um Frühindikatoren, statt um nachlaufende Indikatoren. Zum Beispiel Employment ist ja ein nachlaufender Indikator, also Arbeitsmarkt. Jerome Powell hat ja vor allem auch mit dem starken Arbeitsmarkt die hawkische Haltung begründet. Der nächste Irrtum der Fed aus, wie gesagt, Transitory Inflation ist jetzt Transitory Disinflation geworden und das ist das, wogegen die Märkte ankämpfen. Die Fed wird sehr wahrscheinlich wirklich in 2023 dann die Zinsen senken. Hier sehen wir nochmal, wie lange es dauert zwischen dem letzten, historisch gesehen, zwischen dem letzten Zinsanstieg und dann der ersten Zinssenkung. Mindestens 2 Monate, manchmal 3 Monate, in der Regel 7 Monate, 5 Monate. Also das dauert, bis die Fed dann erkennt, ups,
Hier könnte was in eine falsche Richtung laufen und die Dinge laufen schon komplett in eine falsche Richtung. Die Inflation kostet den durchschnittlichen Amerikaner $717 im Monat. Das sind $8.600, die der mal eben weniger hat. Vielleicht hat er ein bisschen Lohnsteigerung, aber die kann die Kaufkraftverluste nicht wirklich kompensieren durch diese Inflation. Wir sehen, dass Credit Card Balances jump 15%, also die Kreditkartenschulden, die steigen deutlich weiter, und man rechnet damit, dass die Consumer Loan Delinquencies, also praktisch die Zahlungsunfähigkeiten bei US-Konsumenten, auf ein 13-Jahres-Hoch steigen werden im nächsten Jahr. Wie die Dinge wirklich gelagert sind, hat gestern der Chipkonzern Micron gezeigt. Der sagt jetzt, wir haben eine Gross-Margin zwischen 6% und 11%, eigentlich erwartet 17,8%. Man will jetzt, weil eben die Nachfrage extrem schwach ist, 10% der Belegschaft entlassen. Das bläst so ein bisschen in das Horn, das ich neulich versucht habe hier zu thematisieren. Diesen Unterschied zwischen den offiziellen Arbeitsmarktzahlen des Bureau of Labor Statistics und der Philadelphia Fed, die gesagt hat, also diese 1,1 Millionen Stellen zwischen März und Juni 2022, die gibt es gar nicht. Es sind 10.000 Stellen geschaffen worden. Und wir sehen also hier, dass ein weiterer Rücklauf der PC-Nachfrage für alles, was mit Computerkomponenten zu tun hat, ein guter Indikator dafür ist, was wirklich gespielt wird. Jetzt sagen manche, naja, okay, ich bin jetzt 2 Jahrzehnte dabei, so Ryan Detrick etwa, und alle sind der Meinung, dass die erste Hälfte 2023 sehr schlecht wird für Aktien. Das sei aber in Nachwahlen, in Nachwahljahren, also wenn wir jetzt die Zwischenwahlen, ja, Zwischenwahlen hatten ja in den USA im November 22, sei das seit 1950 erst einmal der Fall gewesen, kann alles sein, aber es spricht eben vieles dafür, dass dieser massive Abschwung kommt, und der ist natürlich nicht bei solchen Kursgewinnverhältnissen bisher in die Aktienmärkte eingepreist. In einzelnen Aktien sicherlich, wir haben ja gesehen, wie viele Aktien massiv abgestürzt sind, aber insgesamt, wenn wir uns die Bewertungsniveaus anschauen, sind die noch sehr, sehr hoch. Ist also ein Hard Landing auf jeden Fall nicht eingepreist. Hier mal ins Geopolitische jetzt kommen, jenseits der Märkte, aber für die Märkte vielleicht relevant. Wenn wir uns mal diese ganze Ukraine-Russland-Thematik anschauen, dann sehen wir jetzt eine Häufung von Entwicklungen, die darauf hindeutet, dass da etwas Größeres bevorsteht. Putin und seine Topminister besuchen Belarus. Das ist das erste. Medvedev, der trifft sich mit Xi Jinping und übergibt ihm eine Personal Message. Putin wiederum trifft sich mit der gesamten Armeeführung zu einem Treffen. Zelensky besucht Washington DC und kriegt neue Waffen, kriegt neue Milliarden. Something is up. Da dürfte etwas kommen. Da ist etwas im Busch. So schwant mir. Wenn wir jetzt nach China kommen, dann sehen wir, dass die Straßen leerer sind als bei jedem Lockdown, den wir bisher hatten. Das ist unglaublich. Naja, es gab hier beim ersten Lockdown gab es noch eine etwas krassere Leerung der Straßen. Also wir sehen, da ist derzeit von Wirtschaftswachstum überhaupt nicht die Rede, sondern die Leute bleiben zu Hause, die Leute sind infiziert, die Leute sind nicht immunisiert gegen dieses Virus, daher wahrscheinlich auch viele Krankenhäuser überfüllt. Jetzt werden wieder manche sagen, ja, das ist doch nur eine Grippe. Ja und nein, es ist eben so, dass die Dinge hier so sind, wie sie sind. Glauben Sie, dass diese Leute irgendwie Schauspielern im Krankenhaus? Ich glaube das nicht. Jedenfalls sehen wir hier, wenn wir jetzt nach Europa kommen, die Inflation ist immer noch klar über unserem Preisstabilitätsziel, sagt hier Mr. De Guindos, ein Spanier, Mr. De Guindos, der sagt, die Inflation ist viel zu hoch, muss runter. Und deswegen wird man weiter die Zinsen anheben, und ja, die Inflation ist in Deutschland auch besonders hoch. Hier mal die Kosten, die durchschnittlichen Kosten für ein Weihnachtsessen, die sind in Deutschland am höchsten bei 66,7 Euro. Dann kommt Spanien, dann kommt Italien, dann kommt Netherlands, dann kommt USA und dann La France. Also wir sehen, da ist in Deutschland durchaus Preisdruck der Fall. Wenn wir jetzt mal zurückschauen, was genau vor 100 Jahren war, meine Damen und Herren, dann hat die Reparationskommission bestätigt, dass Deutschland die
fällige Summe fristgerecht bezahlt hat in Bar. Man hat ja den Krieg verloren, gell, und da musste man Reparationen bezahlen. Das war praktisch eine Retourkutsche. Als die Deutschen Frankreich besiegten im Krieg 1870-71, mussten die Franzosen Reparationen bezahlen. Es floss viel Geld nach Deutschland. Daraufhin ein Börsenboom. Immobilienpreise stiegen. Daraufhin dann das Platzen der Blase. Daraufhin die Börse gecrashed. Daraufhin entstehen die ersten antisemitischen Parteien, die sagen, ja, die gerade eben emanzipierten Juden waren ja übermäßig im Finanzsektor repräsentiert, die waren es. Dementsprechend ist Spekulationsfeindschaft und Antisemitismus in Deutschland immer eng verknüpft gewesen. Als dann der Antisemitismus tabu war, ab 1945 ist diese Spekulationsfeindschaft geblieben, die erst so ganz langsam mit den neuen Generationen rausgewaschen wird. Aber da gibt es einen ganz, ganz klaren Zusammenhang, das nur am Rande, meine Damen und Herren. DAX-Erholungsbewegung stößt auf starken Widerstand. Wo sind denn jetzt die Marken im DAX, die zu beachten sind? Wo endet dann diese Bärenmarkt-Rally im DAX? Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, nochmal ein Blick in die Börsengeschichte. Wie ist die aktuelle Lage einzuschätzen? Was sagt uns die Historie? Zweite Empfehlung. Und dann nochmal hier der Newsletter, der großartig ist. Also wer es noch nicht gemacht hat, ich werde es so lange sagen, bis jeder von Ihnen das gemacht hat. Jeder sich angemeldet hat. Der Link ist wieder, ebenso wie bei den Artikelempfehlungen, unter dem Video. Heute das Marktgeflüster deutlich früher. Ich habe heute Abend einen Termin. Ich sag mal so 17, 17.30 will ich das also online haben, meine Damen und Herren. Und ich freue mich, wenn Sie dabei wären. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.